Wir üben hier gerade die Medical Task Force, Personalkörper, 1200 Soldaten. Derzeit in der Spitze hier im Gefechtsübungszentrum her sind 350 Soldaten. Wir haben hinter uns einen Verkehrsunfall, betroffen zwei Fahrzeuge militärisch. Let me tighten them. Hey, okay, let's get right to it. Okay, okay, let's do it. Let's get back to it. Bei räumlicher Nähe, also Gefährdung in räumlicher Nähe zu dieser Einrichtung, gibt es halt Abläufe, Evakuierung der Behandlungseinrichtung, danach halt Vollzieligkeit der Truppe feststellen, Meldung absetzen an die TOC, dass die übergeordnete Führung weiß, in welchem Zusammenhang halt dort halt eine Herausforderung bestanden hat. Und dann gibt es Folgeaufträge von der übergeordneten Führung. Wir haben ja hier bei der Übung halt im Truppenlager Planken das HQ verortet. Und dort ist die PEC und die wird dann halt Folgeaufträge an die Truppe halt runterbrechen. Ich bin der Führungs- und Unterstützungsoffizier der Medical Task Force. Und hier sehen wir unsere digitale Lagekarte, die die Operateure befähigt, mit einfachsten Bewegungen schnell ihre militärischen Symbole auf der Karte zu verschieben, anzupassen und gemäß der Lage auch an die unterstellten Einheiten zu verteilen. Mit dem Battle Management System ist es möglich, eigene Einheiten Blue Forces zu tracken und so können wir jederzeit sehen, wo unsere Einheiten sich befinden. Gerade für die Medal Task Force, wo wir uns über den gesamten über die gesamte Area of Operation verteilen, ist das ein sehr gutes Tool, um eigene Einheiten zu verfolgen. Also ich muss sagen, am Anfang ist es ein bisschen überfordernd, dass man jetzt auf einmal all das anwenden muss, was man gelernt hat, aber man wächst hinein. Also genau, man ruft dann einfach die Schemata ab, die man gelernt hat und dann ist es irgendwann so ein Automatismus. Aber es ist trotzdem schön, das mal praktisch zu machen endlich. Aber es ist halt, wie man so schön sagt, in der Bundeswehr leben in der Lage, wenn halt alles nicht so steril oder perfekt ist wie in einem Krankenhaus-OP, dann ist es halt so. Aber ich weiß nicht, ich finde die extra Herausforderung macht Spaß. Rote Kreuze ziehen natürlich immer halt auch Verwundete an. Für uns ist es die große Herausforderung, diese Verwundeten dann dementsprechend gegebenenfalls aufzunehmen. Das bedarf natürlich einer ganz sauberen Abstimmung, weil unsere Kräfte sind vorgehalten, erstmal die eigene Kampftruppe zu versorgen. Sollten diese Kräfte gegebenenfalls nicht aufgenommen werden, sind Flüchtlingsströme natürlich so zu kanalisieren, im Verbund mit der Militärpolizei, dass sie in das zivile Rettungssystem eingesteuert werden. Yeah, our pockets never empty, always full.